Ach, guck mal, jetzt sind die Jäger hier. Umherwandernde Felon. Oder ist das. Ist das überhaupt der Jäger? Ich weiß nicht. Nee, das ist einfach nur so ein komischer hier Felon mit Sonnenhut. Danke, dass du für die Schnurrmeisterin da gewesen bist. Miau. Ich habe eine Abmachung mit der Gildenjungfer getroffen, sozusagen miau eine Art, mich bei dir zu bedanken. Du kannst jetzt in diesem Gebiet auf Erntetour gehen. Miau. Es gibt zwei Quests. Die erste heißt Erntetour Urwald. Und die zweite heißt Erntetour Frostseeweg. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft, wenn du denn du verdienst es wirklich. Schnurr. Okay, sehr schön. Damit haben wir das dazu bekommen. Wer will hier noch mit mir reden? Ach so, nee, hä? Ach so, der Ausrüster, okay. Ja, gut. Psst, verhalte dich normal, miau. Also, bist du es? Miau, hehe, klasse. Ich wirke vielleicht, als hätte ich gerade gedöst, aber das war meine erwartungsvolle Haltung. Warum? Weil ich dich erwartet habe. Du aufsteigender Stern, du. Miau, hehe. Du weißt alles über deinen, kometenhaften Miaufstieg. Führe miau eine Lieferung aus und ich mache dich zum Kapo, miau. Was meinst du mit welche Lieferung? Eier. Wyvern-Eier. Über was sollte ich denn sonst reden? Miau. Ich habe bei der Gildenjungfer eine Quest namens Ei-Extraktion Wyvern eingereicht. Kein Wort darüber. Und solltest du irgendwas verraten, wer ich wirklich bin? Nun, hoffen wir einfach, dass es nicht dazu kommt. Miau. Wir wollen doch nicht, dass plötzlich miauende Jungs daran beteiligt sind und du irgendwann bei den Schlaffischen schläfst. Miau, natürlich war das jetzt nur hypothetisch gesprochen. Okay, und der Boss der ganzen Sache ist also eine Felon. Habe ich mir beinahe schon gedacht, muss ich sagen. Wer will denn hier jetzt noch mit mir reden? Ach, guck mal, hier, Angler-Felon. Miau, die Jäger, wie geht's? Der Kollege, der den Hartmarkt führt, hat mir gesagt, dass du ein Genie im Angeln bist. Miau, stimmt das? Ich habe nämlich einen Job für dich. Ich möchte unbedingt einen Fischarten mit der Wurfmaschine fangen. Miau, Aber bevor ich die Maschine verbessern kann, muss ich erst Goldenfische verkaufen, um etwas Geld zur Seite zu legen. Miau, Könntest du mir einen Gefallen tun und für mich etwas Goldenfisch besorgen? Ich habe bei der Dame in Grün eine Quest eingereicht. Sie heißt Goldenfisch-Goldmine. Miau, Miauslichen Dank. Okay, damit haben wir wieder die beiden üblichen Quests. Ist ja, es ist einerseits cool, dass sie es immer wieder bringen, aber andererseits auch, ja, irgendwie immer das Gleiche. War zwar früher auch schon, deswegen ist ja schön, dass sie eine Geschichte drin haben, aber ja, wie gesagt. Okay, die scheinen nochmal ein bisschen anders zu sein. Oh, hallo Lakai. Hast du eine Minute, eine miaute Zeit? Dank deiner Hilfe haben die Miauste-Jäger sich auf die Insel geschafft. Miau. Das Aas hat dich gut unterrichtet. Worauf wartest du noch? Geh sie anheuern, Miau. Ich habe übrigens Mama Miau erzählt, dass du mir geholfen hast und sie war äußerst beeindruckt. Sie sagte, dass sie dich um einen Gefallen bitten möchte. Miaunst du? Du könntest ihn dir anhören, Miau? Ja, klar. Lakai, ich habe gehofft, dass ich dich um einen besonderen Gefallen bitten könnte, Miau. Wolltest du nicht schon immer Waffen und Rüstung für deine Kameraden anfertigen? Das kannst du, aber dafür brauchst du besondere Materialien namens Reste. Die Miausterjäger können dabei helfen, Miau. Wenn du einen deiner angehörten Kameraden als Miausterjäger losschickst, bringt er oder sie Reste zurück. Benutze die Tafel auf der rechten Seite der Insel, um Miau-Aufgaben zu verteilen, Miau. Erstens wähle 1 bis 5 Kameraden und schicke sie los. Zweitens wähle eine Route. Und das war's. Schon ziehen sie los, Miau. Megalag. Okay. Wenn die Miausterjäger fertig sind mit ihrem Abenteuer, kehren sie zu unserer Insel zurück und du kannst deine Reste abholen. Du kannst deine Belohnung auch bei deinem Diener abholen. Falls du Fragen hast, benutze einfach die Hilfe in der oberen linken Ecke des Touchscreens. Man sollte alles miauestens einmal ausprobieren, nicht wahr? Viel Spaß, Miau. Okay, da werde ich mich später reinfinden, aber das ist ja, das ist die Erkundung wie damals in Unite noch. Also da muss man halt echt sagen, okay, was ist davon? Da vorne war gerade ein Plessy. Ich habe genau diesen Plessy auf da vorne gesehen. Da, guck mal. Da schwimmt ein Plessy. Wieso schwimmt da ein... Ach du große Güte. Zernichter hat Miausterfischer aktiviert. Wie cool ist das denn? Jetzt müssen wir auf Plessy auf Jagd gehen. Das hat überhaupt nicht getroffen. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, dass da nichts drin ist. Ja. Ach, guck mal, doch. Eine Plessy-Off-Schuppe. Ja, gut, okay. Ist der eben noch da? Nee, schade. Oh, wow, wie wenig Fische sind denn gerade da.
Das war auch wieder nichts. Da bin ich einfach ein bisschen zu voreilig gerade. Na, das war wenigstens Medium. Ja, zack, zack. Ich dachte, es gäbe noch eine Cutscene zu überspringen. Okay. Das ging dreimal ein bisschen schief. Wir machen einfach weiter, als wenn nichts passiert. So, Chikosande. Für die Goldenfische hätte ich gern noch ein paar Leuchtkäfer. Ach du große Güte, wieso will mir jetzt wieder mit ihr mit mir reden? Ach, der Dings. Der Karawanenführer nochmal, okay. Gut gemacht, Mitjäger. Konnten sich die Miausjäger in Sicherheit bringen? Weißt du, die Kleinen von der Schmiede hatte eine verrückte Idee. Wenn Katar auf dem höchsten Berggipfel liegt, dann müssen wir einfach nur dorthin fliegen. Fliegen! Logisch, oder? Ich kann nicht glauben, dass wir daran nicht früher gedacht haben. Haha! Sieh mich nicht so an, als ob mir gleich Flügel wachsen würden. Ich werde der großen K ein Luftschiff bauen. Ich habe schon den anderen erzählt. Und nachdem sie eine Weile nachgelacht und geblinzelt haben, waren sie dafür. Gott segne sie. Kurz gesagt, sobald du dich um die Probleme der Chikosande gekümmert hast, kehren wir nach Hart zurück. Haha, ich sehe schon, wie wir Loopings fliegen. Und ein großes K in den weiten blauen Himmel malen. Okay, also der Karawanenführer ist noch voll begeistert von seiner Idee. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Okay, Handwerker. Ah, bevor ich es vergesse. Lass mich dir ein wenig über die Grundlagen der Kameradenausrüstung erzählen. Um Ausrüstung für einen Kameraden zu schmieden, benötige ich Spezialmaterial namens Reste. Die Miausjäger können diese Reste für dich besorgen. Natürlich mache ich dann die richtige Arbeit. Bring mir einfach die Reste und ich schmiede neue Ausrüstung für dich. Natürlich müssen deine Kameraden neue Waffen und Rüstung ausrüsten, damit sie für sie von Nutzen sind. Wähle Ausrüstung verwalten an der Kameradentafel, um neue Waffen und Ausrüstung auszurüsten. Falls dir irgendwas unklar sein sollte, wirf einen Blick in die Hilfe in der oberen linken Ecke des Touchscreens. Okay, wie sieht's denn jetzt mit meiner Ausrüstung aus? Die Flossen habe ich. Wow, ich habe erst einen Frostbeutel. Ja, gut. Das heißt, es wird noch ein bisschen was sein. Okay, also ein bisschen was zum Farmen. Auch sie will nochmal mit mir reden. Okay. Vielen Dank, dass du deine Zeit mit der Schnurrmeisterin gewidmet hast. Sie war so froh. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich sie das letzte Mal so strahlen sehe. So habe strahlen sehen. Ich möchte mich irgendwie bei dir dafür revanchieren. Deswegen habe ich lange und anstrengend nachgedacht. Wie wär's damit? Ich könnte dafür sorgen, dass der Küche deines Straßenkochs bessere Zutaten geliefert werden. Wie fändest du das? Und während ich da schon dabei bin, werde ich auch die Küche erweitern. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Unglücklicherweise ist der Teil der Mannschaft, den ich zur Besorgung der Zutaten geschickt hatte, einem Najaralla begegnet. Der Najaralla ist schlau und gerissen. Meine Fellen und ich werden es schwer haben, ihn loszuwerden. Aber vielleicht könntest du ihn für uns jagen. Wäre das ein Problem? Wenn du es schaffst, den Najaralla fortzujagen, sorge ich dafür, dass du die Zutaten und die größere Küche bekommst. Das klingt gut. Okay, und Gildenjungfer. Hallo Kritzel, ich habe eine Quest von der Chikosande-Chefin für dich. Du sollst einen Najaralla für sie jagen. Soweit ich weiß, ist der Najaralla ein gerissenes Monster, das seine Beute mit großer List in die Enge treibt. Oje, die Chefin sagt, dass es in letzter Zeit etwas zu nah am Dorfrand auf Beutefang geht. Wie du weißt, haben die Dorfbewohner uns geholfen, die Schwertwahl nach Hause zu bringen und unsere Fracht abzuholen, als wir auf dem Meer in Not geraten sind. Das Mindeste, das wir tun können, um uns zu revanchieren, und mit uns meine ich dich, ist ein klitzekleines Monster zu jagen, oder etwa nicht? Oh, und ich sollte außerdem erwähnen, dass es uns die Jagd des Najarallas ermöglichen wird, unsere Küche zu vergrößern und die Stufe der Zutaten zu erhöhen. Außerdem kannst du so bei der Gilde punkten. 3 Gargoyle mit aller Klappe. Okay, hier kommt die Quest. Okay, wir haben jede Menge zu tun. 2-mal eine Erdetour, das ist gut. Schnee vereinzelt Langombi haben wir, der Geruch der Angst haben wir noch. Najaralla, aha. Sieht nach einer Art Schlange oder so aus im Urwald. Die Wände haben Augen. Oh Gott, ein Kezu. Davon hat mir niemand berichtet. Und die beiden Sachen, die kommen erst zum Schluss, ist in Ordnung. Ach, Wirren-Eier in der Ahnensteppe. Ist ja doof. Schwanz der Ratian abtrennen. Hört sich gut an.
Wenn die Nebenquest schon ist, dass ich eine Ratte an Schweif abtrennen soll, dann gehe ich mal davon aus, dass da eine Ratte ankommen wird. Ja, gut. Das machen wir erst später. Erstmal hauen wir den Langombi um. Schnee vereinzeln Langombi, unsere nächste Quest, den Kopf verletzen. Das sollten wir doch hinbekommen, vor allem mit unserer Waffe. Dann essen wir doch mal was. Zwar jetzt noch mit der schlechteren Küche, aber trotzdem. Ja, so viel zur schlechten Küche. So, nehmen wir das. Nehmen wir den Schwächer oder die Verteidigung? Ich weiß es über die. Ich nehme die Verteidigung, weil es ist immer schwierig, weil beide Sachen eigentlich irgendwie gleich gut sind. Ob das Monster jetzt schwächer ist oder ich weniger Schaden bekomme, ist ja so im Endeffekt irgendwie dasselbe. Ja, keine Ahnung. So, und dann schauen wir mal. Ah, toll, ich bekomme eh bloß den Erheber. Dann schauen wir mal, was sie mit dem Langombi verändert haben. Vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich nicht so viel. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ist ja so an sich ein... Ich habe keinen Honig mehr, verdammt. Ist ja an sich ein ganz cooles Monster. Das kann ich behalten. Wieso habe ich eingebratenes Steak? Ach, weil ich nicht mehr mitgenommen habe. Das kann ich wieder wegpacken. Nullbeeren kann ich behalten, aber die beiden kann ich weg. Okay. Die sollte ich dann gleich mal nachräumen. So, du solltest schon jetzt ein bisschen Honig auf Lager haben. Genau, jetzt haben wir Honig. Ja, toll. Und das war genau die letzte Runde. Nee, hier so. Bereit und... Trauerpilz. Ein Pilz. Der Pilz enthält eine Komponente, die Ausdauer schwächt. Aha. Wollte ich da nicht irgendwas machen? Ach, Diamantsamen habe ich ja. Stimmt, damit könnte ich mal anfangen. Kräuter habe ich... Nee, Kräuter habe ich kaum mehr. Honig habe ich noch ein bisschen weniger. Ich brauche Honig, um Honigbienenlarven zu bekommen. Ich gehe mal zweimal auf Honig. Hat er vielleicht gerade Wurmbienenlarven auf Vorrat? Mega Fliegenköder, ja, aber keine. Wo krieg ich die her? Weil haben tue ich die jetzt immer noch nicht, auch mit dem Dings, auch mit dem Honig nicht. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ach doch, ich habe ein paar bekommen. Okay, wunderbar. Ansonsten müsste ich einfach ein bisschen an den Honignestern grabbeln. Aber drei Stück sollten, glaube ich, fast schon reichen. Für die Quest. Na, schauen wir mal. Jetzt erlegen wir erstmal den Langombi. Ich sollte hoffentlich alles dabei haben. Gegessen habe ich. Bericht Anfang. Langombi bei Frostseeweg gesichtet. Stopp. Fordere Verstärkung durch alle qualifizierten Jäger an. Stopp. Okay. Bin schon auf dem Weg. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den ganzen Rest nehmen wir auch mal mit. Von mir aus. Der Langombi sollte jetzt nicht so ultra schwer werden. Aber, naja, wir werden sehen. Den könnte ich mir jetzt doch in Gebiet 3 vorstellen, muss ich sagen. Na, schauen wir mal. In Gebiet 3, ja, eher so in den offenen. 4, 3, 9, 7 vielleicht. 2, ja, ich weiß nicht. Achso, ich muss hier hoch. Okay, ich verstehe. Aber, ja, vielleicht auch Höhlen. So ein Langombi kann, denke ich, überall kommen, aber doch eher so in Freien. Na, guck mal. Wenigstens einmal hatte ich recht. Das lässt den Langombi irgendwie voll cool erscheinen, aber naja, es ist immer noch ein Langombi, muss man ja sagen. Und naja, es ist halt der kleine hässliche Schneehase, er kann natürlich nichts dafür, aber gut. Es, ja, ist jetzt nicht so das Mega-Monster, würde ich sagen.
dieses Dreiergespann, sage ich mal, also Azuros, Langombi und wie hieß der dritte? Das dritte Vieh halt, ich habe vergessen, wie das hieß, weil es uninteressant war. Volvidon, genau. Waren ja cool, aber nie so die Mega-Viecher, würde ich jetzt sagen. Deswegen, ja, wie gesagt, wirkte der Langombi jetzt deutlich cooler, als er so an sich ist, würde ich sagen. Na gut. Toll, es hat mich jetzt noch eine Fiole gekostet. Dankeschön. So, da einmal drauf und hier. Und... Ach, Mann. Es ist halt bei manchen Monstern echt blöd, am Kopf zu stehen. Und wenn das dann einerseits... Ach so, das ist auch neu. Wenn es dann halt auch noch so eine Herausforderung ist oder so eine Nebenquest, dann ist es halt echt schwierig. Beziehungsweise will ich halt auf den Kopf, um die Explosion auch mal wirken zu lassen. Und man sieht halt, wie schlecht... Gibt's doch nicht. Was war das denn jetzt? Okay, danke, dass du gerade mal heilst. Ich bräuchte aber trotzdem gerade ein bisschen andere Unterstützung. Na gut. Das ist ja natürlich super, wenn man so geheilt wird. Coole Sache. Das ist echt mies, dass sich da noch so ein bisschen abrollt. Muss man ja sagen, also da hat er schon ein bisschen was dazugelernt. Au, ach Mann. Vor allem kommen wir jetzt ein bisschen her. Er rutscht halt die ganze Zeit rum, das ist das Problem. Man kann ihn nie so wirklich an einem Punkt halten. Okay, sehr schön. Und es hat wieder nicht funktioniert. Was ist das denn? Muss ich dann schnell genug hin oder was ist da das Problem? Weil klar, man muss nochmal hin, aber irgendwie hat es immer besser funktioniert, würde ich sagen. Okay, der Dings trifft nicht. Haben wir ja gelernt. Also nie so wirklich, würde ich sagen. Ach, schade. Und immer noch nicht verwirrt. Also irgendwie, ich krieg das nicht so ganz hin mit dem Betäuben. Vielleicht, weil ich ja auch einfach viel zu häufig einfach bloß drauf hau. Nicht zwingend immer den Kopf treffe. Aber ganz ehrlich, da punktgenau den Kopf zu treffen, ist doch eine verdammt schwere Sache. Müssen wir jetzt einfach mal so anmerken. Okay, und das Abrollen. Okay, es kann in jegliche Richtung kombinieren. Gemerkt. Okay. Okay, erstmal Waffe rausholen und er kann auch wieder zurück. Gut. Nochmal auf ihn drauf. Das hat zwar getroffen, war zwar kein Sprungangriff, aber trotzdem. Ganz in Ordnung. Ich habe jetzt fast schon gar keine Lust, einen Megatrank zu verballern gegen das Vieh. Muss ich jetzt sagen. Das sollte eigentlich auch so gehen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt gerade so häufig geheilt werde. Das ist natürlich mega praktisch. Gut, er wurde gerade blockiert. Ah, toll. Wenn ich mich natürlich so häufig treffen lasse, dann, naja, ist es zwangsweise notwendig. Jetzt rutscht doch nicht über durchs ganze Gebiet. Achso, du rutschst ins nächste Gebiet. Ja, gut, okay. Nochmal eine Heilung, bitte. Wäre super. Schauen wir nicht, aber nochmal einen Treffer halte ich aus. Okay, ja, wieder dieses Gerutsche. Ich hätte jetzt ganz gerne mal deinen Kopf kaputt. Okay. Und das hat mich hier mir nicht mal Schaden gemacht. Schön. So, egal. Kopf ist mir jetzt ein bisschen egal. Schade, er liegt genau auf der falschen Seite. Und es hat nicht getroffen, weil da der Winkel sehr blöd war. Schade. Ja, Gott. Zum Glück habe ich den Autoblock drin gehabt. So, jetzt hier nochmal ein bisschen auf den Kopf. Ja, es hat immer noch nicht gereicht. Einmal ein paar Explosionen und ich kriege ihn einfach nicht verwirrt. Okay, danke. Wenigstens das weg. Hallo. Samitje. Ich sammle mal das Ding hier ein. Wo sind jetzt hin? Ach, da unten irgendwo. Ich dachte gerade, hä? Ich kann von dort nicht runterspringen? Schade. Oh, guck mal, wieso liegt er denn jetzt? Ach so, weil er Dings hat. Klar, weil er gerade betäubt ist. Quatsch, betäubt, weil er gerade erschöpft ist. So, dann hier umwechseln, da nochmal drauf und... Ach, schade, ich wollte gerade aufladen. Okay, da ploppt er weg. Gut. Passt mir soweit. Komm hier rüber. Ja, toll. Jetzt liegt er zwar, aber naja.
Ich glaube, ich schaff's eh nicht mehr, meine Dings aufzuladen. Ja, gut, doch, ich habe Rot. Wenn er jetzt nochmal blöd hinfällt, dann könnte ich nochmal versuchen, weil ich würde ihn doch gerne mal wieder betäuben. Es funktioniert nur so schrecklich schlecht. Das war schon mal verhauen. Das war komplett. Komm, das ist jetzt eine gute Position. Nee, es ist nett, weil ich nicht hinkomme. Super. Das hat auch nicht getroffen. Ach Mann. Ich will doch einfach bloß mal meine Fähigkeit überhaupt benutzen, ihn zu betäuben. Das ist so schade, wenn ich es nicht hinbekomme. Dieses Potenzial von der Waffe zu benutzen, sage ich mal. Ja, und ich hasse es, dass das Monster an allen Seiten blöd zu bekämpfen ist. Vorne und hinten. Okay, da fällst du hin. Fällst du richtig? Nicht wirklich. Es ist echt schlimm, ich treffe größtenteils bloß seinen Bauch, weil er sich immer so aufrichtet. Okay, guck mal, da ist er betäubt. Na endlich. Dann da nochmal ein bisschen auf den Kopf. Wobei, sein Hintern ist eigentlich besser. Das hat nochmal voll am Kopf getroffen. Gut, das war jetzt nicht so effektiv. Klar, es macht halt nicht so viel, aber trotzdem, man kann wenigstens mal ein bisschen was reinhauen. Beziehungsweise macht irgendwie mal ein bisschen was, weil... Also so an sich werde ich vielleicht doch später auf die Elemente umsteigen, weil... bringt er halt gerade echt nicht so viel, das betäubend zu machen. Klar macht es dann nochmal ein bisschen mehr Schaden, aber... Okay, das war's. Gut. Aber es ist halt wirklich so, dass ich die meisten Monster überhaupt nicht erst betäubt bekomme. Vielleicht muss ich da einfach nochmal... Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht treffe ich auch einfach zu schlecht den Kopf. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich einfach zu schlecht damit bin, aber... Es ist halt auch manchmal echt schwierig, da ganz genau den Kopf zu treffen. Das ist mit dem Hammer natürlich leichter, weil man mit dem direkt auf eine Stelle zielt, wenn man hier einen sehr, sehr weiten Schwung macht. Das sage ich jetzt einfach mal als Ausrede. Klar, wie gesagt, natürlich bin ich schlecht drin, den Kopf zu treffen. Und schwupp. Mal so ein bisschen Batman-Action. Aber trotzdem ist es eine blöde Sache. Eine blöde Sache, denke ich. So, damit haben wir den Langombi. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall. War das so schwer. Und damit haben wir größtenteils den Frostseeweg, glaube ich, so ein bisschen abgeschlossen. Zumindest vorerst natürlich. Ich weiß natürlich nicht, was alles noch kommen wird. So, na, schade. Ich wollte noch das Vespiot töten. Vespuit, wie auch immer. Und wir schauen nochmal, was alles so für Quests auf uns warten. Ich glaube, als nächstes kommt der Najaralla. Schauen wir gleich mal. So, Ohr, 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 Eiskralle. Und nochmal ein Ohr, okay. Dann nochmal ein Rätselknochen. Und hier, was haben wir hier noch? Donnerabwehr plus 2 und Feuerabwehr. Nein. Ein Langombi. Fatale Hast. Okay.